Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, good evening and welcome to the ring. Willkommen im Ring zur Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht. Die Revanche live aus der Höhle des Löwen aus Magdeburg. Und hier sind die beiden Boxer. In der roten Ecke der Ex-Champion Robert Stieglitz. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt der amtierende Weltmeister. Ladies and Gentlemen, making his way to the ring right now. Aus Berlin, King Arthur Abraham. Chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can put your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, no wait for luck. I'm
Magdeburg stets. Bitte bleiben Sie auch stehen zu Ehren der Athletin für die deutsche Nationalhymne. Saarland Events und Sportevents Steinfort präsentieren Ihnen den Hauptkampf des heutigen Abends. 12 Runden Profiboxen um die Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht nach Version der WBO. Supervisor sind vom österreichischen Boxverband FVA-Präsident Willibald Palatin aus Wien, Österreich und für die World Boxing Organization István Kokokovac aus Budapest in Ungarn. Geht dieser Kampf über die volle Distanz, dann entscheiden diese drei Punktrichter. The three officials scoring this bout at ringside are José Ignacio Martínez aus Victoria, Spanien, César Ramos aus Bajamón, Puerto Rico und Clark Sammartino aus Rhode Island, USA. Auch der Ringrichter ist US-Amerikaner. Es ist Referee Mike Ortega from Connecticut. Oh, das sind sie, die Details zu den beiden Boxern. Introducing the fighter in the red corner, die rote Ecke mit dem Ex-Weltmeister in rot und weißen Trunks. Er ist 31 Jahre alt, beim offiziellen Wiegen gestern ganz genau 76 Kilogramm schwer. 1,80 Meter ist er groß, Profiboxer, seit dem Jahr 2001 mit dieser Bilanz. 46 Kämpfe, 43 Siege, 24 Mal durch Knockout. Sein Trainer, Dirk Jemski aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Der Herausforderer, the former WBO Super Middleweight Champion of the World, Robert Stieglitz. Across the ring, in the blue corner, the World Champion, der Weltmeister mit rot und grauen Trunks. Er ist 33 Jahre alt. Beim offiziellen Wiegen brachte er genau 76,2 Kilogramm auf die Waage. 1,76 Meter ist er groß. Profiboxer seit dem Jahr 2003 mit dieser Bilanz. 39 Kämpfe, 36 Siege, 28 Mal durch Knockout. Sein Trainer Uli Wegner aus Berlin. Amtierende WBO-Weltmeister, the reigning and defending WBO Super Middleweight Champion of the World, King Arthur Abraham. Wer trägt den WM-Gürtel nach diesem Fight? Weiterhin Abraham oder wieder Robert Stieglitz. Die Entscheidung fällt jetzt live aus der Gittig Arena in Magdeburg. Okay, gentlemen, I want a good, clean fight. Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Good luck to both of you. Touch them up. Wenn man das Applausometer, das virtuelle, zugrunde legt, meine Damen und Herren zu Hause an den Fernsehgeräten,
dann würde ich sagen, das ist ein Auswärtsspiel für Arthur Abraham. Das ist ja auch kein Wunder, denn Robert Stieglitz ist hier zu Hause in Magdeburg und Arthur Abraham hat natürlich den Vorteil des Titels, des ersten gewonnenen Kampfes dieser beiden auf seiner Seite. Die Glocke läutet für Teil 2. Manchmal ist ja das Remake noch ein bisschen besser als die erste Auflage. Darauf hoffen wir natürlich heute hier vor ausverkaufter Kulisse, vor 7000 Zuschauern in der Arena in Magdeburg. Stieglitz in der roten Hose, jetzt rechts stehend, beginnt so, wie wir das erwartet haben, mit Tempo und Attacke. Trendkommando von Mike Ortega, dem Referee aus den USA. Arthur Abraham bisher nur hinter der Doppeldeckung zu finden. Das war zum Beispiel bei der ersten Auseinandersetzung im vergangenen Jahr im August in Berlin in der O2 World anders. Da hat er durchaus offensiver geboxt, auch schon in der ersten Runde. Noch keine Schlagaktion von Arthur Abraham. Aktivitätsbonus auf jeden Fall in der Auftaktphase dieses Gefechts für Robert Stieglitz. Jetzt zum ersten Mal die linke zweimal von Arthur Abraham. Diese Attacken mit ausgebreiteten Armen, das ist eine typische Szene für die Boxkunst in Anführungsstrichen von Arthur Abraham. Wie ein Pistolero zieht er beide Revolver aus dem Halfter, nimmt beide Hände für den Schlag an. Beide boxen in der Normalauslage, also die linke ist die Führhand, die rechte ist die Schlaghand. Die Handschuhgeschichte ist angeklungen. Nach der Regelkonferenz gestern gab es diese Handschuhwahl, die frei ist bei beiden. Darauf hat man sich vereinbart. Beide boxen mit der ihnen gewohnten Marke und nicht etwa mit der Marke des anderen. 10 Unzen müssen diese Handschuhe wiegen. Das sind knapp 300 Gramm. Und die von Arthur Abraham wurde nachgewogen, weil man misstrauisch war im Lager von Steinfurt. Und es stellte sich ein Wert heraus, der unter diesen 300 Gramm lag, nahe bei 9 Unzen. Die Sauerlandseite sagt, das ist ein Materialfehler gewesen. Wer da die Wahrheit sagt, ist für uns schwer zu beurteilen. Sven Ottke, hier in Magdeburg zu Hause gewesen. Bevor Stieglitz kam, war das sein Wohnzimmer. Die ist total weg. Was? Ja, warum? Hau doch dazwischen. Du musst nur gegenhauen, mein Junge. Du musst gehen, du kannst ihn nicht kommen lassen. Du musst gegenhauen. Gib mal hier, einmal her. Arthur, du musst gegenhauen, du musst das bestimmen, du musst hauen. Sonst wird das nicht. Der kommt wieder so. Du musst die zweite Runde unbedingt kriegen, sonst läufst du das nur nach, mein Junge. Hast verstanden? Du musst hingehen. Hau gegen, hab Vertrauen zu dir, komm. Halt doch ein bisschen. Also, hast verstanden, sonst geht das weg, komm. Geh hin, 1, 2, komm, hau gegen. Die erste Runde ist bei Robert Stieglitz gewesen. Das hat Trainer Uli Wegler seinem Schützling Arthur Abraham auch gerade noch mal recht eindeutig mitgegeben auf den Weg in diese zweite Runde, in der Arthur Abraham dann mit anderen Handschuhen antritt als denjenigen, die er zunächst ausgesucht hatte. Also in der Tat sind die zunächst ausgewählten zu leicht gewesen. Materialfehler hin oder her, darüber wird vielleicht im Nachklang dieses Kampfes noch diskutiert werden. Wir hoffen aber, dass es andere Themen gibt nach dieser Auseinandersetzung zwischen dem Weltmeister Abraham und dem Herausforderer Stieglitz.
Wieder wilde Attacken von Stieglitz. Das große Plus von Arthur Abraham ist ja seine Selbstsicherheit, die manchmal schon fast wie Arroganz anmutet. Es gab Szenen während dieses ersten Kampfes gegen Stieglitz, wo er sagte, was willst du denn, komm doch. Und entsprechende Körpergesten machte, die das unterstrichen. Das kann er sich heute hier vor diesem Publikum natürlich nicht leisten. Das wäre zu provokant. Aber vielleicht hat ihn diese Selbstsicherheit aus dem Gewinn des ersten Kampfes dazu verleitet, wieder in seinen alten Rhythmus zurückzufallen und hier nicht auch den Weg zu suchen in der Offensive, denn bisher kommt von ihm in dieser Beziehung deutlich zu wenig. Ermahnung von Ortega an Stieglitz, auf den Kopf aufzupassen. Und wieder, watch your head. Stieglitz mit dem Kopf voran in den Gegner rein, fängt sich aber jetzt auch zwei, drei Konter von Arthur Abraham. Die Halle steht schon partiell. Eine rechte zischt ins Leere. Arthur Abraham antwortet. Apropos Thema Handschuhe, auch Stieglitz hat im Vergleich zum ersten Kampf diesmal härtere Handschuhe ausgesucht von seiner Firma. Man hat sich mit der Handschuhwahl vertan, sagt man selbst im Lager von Dirk Chemski und seinem Schützling bei diesem ersten Kampf im letzten Jahr. Aber wird das seine Schlagkraft wesentlich erhöhen? Werden die Treffer beeindruckender sein? Arthur Abraham glaubt nicht, dass Stieglitz die Power hat, ihn auszunocken. Aber er ist auf jeden Fall bisher der bestimmende, der dominante Mann. Auch die zweite Runde sehe ich bisher bei Stieglitz. Und Abrahams linkes Auge hat auf jeden Fall was abbekommen. Die Glocke ist ertönt, das Trendkommando. Sie müssen in die Ecken. Achtung, Jungs, regt euch nicht so auf. Heißer Kampf, das sieht auch Ben Becker so, der ja Ähnliches auch erwartet hat. Okay, weh, wenn du was anderes machst. Weh, wenn du zu jung und mutig wirst. Mach genauso weiter. Das Ding, die kippt. Nur die kippt die, ja? Kippen. Okay? Schön ordentlich. Verstehst du mich? Ja. Super. Danke sehr. Eine rechte Schön. Es geht hier um alles. Komm mal, geh rein, hau dir den Haaren wieder. Lass ihn nicht kommen, lass ihn leer laufen. Lass ihn leer laufen. Lass ihn leer laufen. Die Halle ist ganz deutlich auf Seiten von Robert Stieglitz. Grandiose Anfeuerung für ihn hier. Und er kommt wie besessen aus der Ecke, aus der Ringpause. Das linke Auge von Abraham ist fast schon zugeschwollen. Trommelfeuer, Schlaghagel. Und ich sag's Ihnen, meine Damen und Herren, glauben Sie nicht, dass der Junge sich hier schon komplett verausgabt. Das ist einer, der kann so ein Tempo auch in der 6., in der 8., in der 11. Runde noch gehen. Abraham muss irgendwie auf den Weg zurückfinden. Das ist kein Boxen, was er uns bisher gezeigt hat. Er hat sich nur versteckt und er hat kassiert ohne Ende. Für dieses Trommelfeuer ist Stieglitz bekannt, aber eben auch dafür, dass sich in diesen Aktionen kleine Schwächen, kleine Defensivlücken ergeben. Und in die gilt es vorzustoßen für Arthur Abraham. Bisher haben wir davon gar nichts gesehen. Linke
linke Auge ist ziemlich zu bei Arthur Abraham. Sieht man deutlich. Das behindert ihn natürlich. Aber darf das eine Ausrede sein? Im Hintergrund sehen Sie vielleicht Marco Huck, der Weltmeister, der aufgesprungen ist und seinen Trainingspartner hier anfeuert. Die beiden Weltmeister des Sauerlandstalls. Verabschiedet sich hier heute einer. Wir müssen ein großes Fragezeichen setzen und möglicherweise am Ende sogar ein Ausrufezeichen. Nicht Hinterkopf schlagen, die Ermahnung von Ortega an Arthur Abraham. Das zweite Mal hat er das beobachtet, diese unsaubere Aktion. Auszeit. Ja. Ein Punkt Abzug für Arthur Abraham wegen dieses Hinterkopfschlagens, weil er es gerade ein drittes Mal gemacht hat. Stieglitz kommt wieder direkt. Klarer Punktvorteil für Robert Stieglitz. Arthur Abraham läuft hier einem Rückstand hinterher. Schon jetzt sieht es so aus, als habe er nur noch eine Chance in diesem intensiven Gefecht. Den K.O. warten wir es ab. Komm mal, Junge. Komm mal weg. Warte mal. Komm her. Arthur, lass mal leer laufen, dann musst du da sein. Du kannst jetzt, du musst jetzt hinaus. In der Mitte bleiben, dann kämpfst du. Arthur, komm. Komm, mein Trainer, ja. Ole Steinfurt, der Manager vom Stall des Robert Stieglitz. Neben ihm die Freundin Tatjana von Robert Stieglitz. Sie lassen sich ein bisschen mehr Zeit dort in der Ecke. Walter Wagner, Professor Walter Wagner, der Ringarzt aus Bayreuth, kommt hoch und schaut sich das Auge von Arthur Abraham an, ob es weitergehen kann oder nicht. Oh, das wäre ein schlimmes, ein schlechtes Ende. Aber wenn es die Gesundheit erfordert, dann muss es so sein. Robert Stieglitz ist nach Kampfabbruch wieder Weltmeister. Wenn eine Verletzung dazu führt, dass der Kampf abgebrochen werden muss und diese Verletzung durch einen regulären Schlag zustande gekommen ist, dann verliert der Boxer durch TKO. Das ist das Auge von Arthur Abraham und da kann man nur sagen, damit kann er nicht weiterboxen. Die Entscheidung ist absolut in Ordnung, auch wenn sie bitter ist für Arthur Abraham. Er ist schlecht hineingekommen in diesen Kampf, der bisher komplett Robert Stieglitz gehört hat. Dass er so endet, das haben wir uns alle nicht gewünscht. Wir hätten das gerne länger gesehen. Wir hätten auch gerne gesehen, ob Arthur Abraham hinten raus noch den berühmten Abraham mal hätte auspacken können. Dazu ist es aus den genannten Gründen nicht mehr gekommen. Unter dem Blinden mag der einäugige König sein. Im Boxring hat er damit keine Chance mehr. Es fehlt dann einfach das periphere Sehen. Und das kann man sich gegen diese Kampfmaschine, gegen Robert Stieglitz mit Sicherheit nicht erlauben. Und das ist auch der Gesundheit einfach nicht zuträglich. Wir schauen uns noch mal die entscheidende Situation an, in der es dazu kam, Arthur mit links. Und dann jetzt hier, Achtung, die rechte genau aufs Auge.
Robert Stieglitz da mit dem Wangenknochen nochmal nachgewischt. Wir geben ab in den Ring. Der Abbruch durch Ortega und die Siegerpose von Robert Stieglitz. Was für eine Enttäuschung für Arthur Abraham. Er war so selbstsicher. Ich habe es Ihnen gesagt, manchmal mutet das schon fast arrogant an. Und Jemski hat wahrgemacht, was er angekündigt hat. Wir werden einen anderen Robert Stieglitz erleben, einen noch fokussierteren, einen noch intensiver attackierenden, einen absolut beherrschenden Robert Stieglitz in diesen ersten drei Runden. Und eine weitere wird es nicht mehr geben. Die drei von der Tankstelle aus Magdeburg. Da gibt es jetzt vielleicht auch mal 50 Liter Diesel frei. Und Arthur Abraham ist schwer geschlagen und geschockt. Sein Bruder Alexander versteht die Welt nicht mehr. Und da die versöhnliche Geste der beiden, nachdem es ja vorher von Dirk Jemski auf Vorwürfe in Richtung Uli Wegner kam, wegen der Handschuhgeschichte, die am Ende keine Rolle mehr gespielt hat. Wir kommen gleich zum Urteil. Es sei noch gesagt, dass der Vertrag, der mit Arthur Abraham bis 2016 verlängert werden sollte, unterschriftsreif vorliegt, aber noch nicht unterschrieben worden ist. Und ich bin gespannt, ob man da jetzt wieder neu diskutiert. Eigentlich hätte diese Auseinandersetzung jetzt noch eine dritte Auflage verdient, denn so ein Ende kann sich auch kein Boxsportfreund wünschen, egal ob man nun Anhänger von Robert Stieglitz oder von Arthur Abraham ist. Meine Damen und Herren, hier ist das offizielle Urteil. Referee Mike Ortega aus Connecticut, USA, stoppt den Kampf zu Beginn von Runde 4 nach Beratung mit dem Ringarzt Walter Wagner. Und das Urteil, TKO-Sieg und damit neuer WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht, der Athlet aus Magdeburg, Robert Stieglitz. Er hat sich den Gürtel zurückgeholt, von dem er gesagt hat, er habe ihn nur verliehen. Er hat seinen Worten Taten folgen lassen.